Na, wird schon passen. Los geht's. Ist ja nur das eine Volk hier. Hast mir gerade mal den Eimer aufgedrückt? So, das Gras, das ist ja hier noch frisch. Das können wir noch nehmen. Oh, du, ich hab erstmal so ein verrotztes Taschentuch. Upsala. Guck mal in die Kamera rein hier im Handy. Ist das gut eingestellt? Okay, dass die Menschen das auch sehen können, was wir hier machen. Ist das gut so? Ja. Okay, super. So, Smoker ist an. So schnell geht das. Wunderbar. Und upsala, wo ist der Deckel hier hingekommen? Den hast du? Okay. So, das ist ja jetzt heute nur eine ganz normale Volksdurchsicht. Lieber Rohrbehandlung haben wir getan. Mit dem doppelten Fangwabentechnik, wie in vorherigen Videos erklärt. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum zu schauen, hat das Bienenvolk genügend Futter? Müssen wir vielleicht nochmal nachlegen mit Zuckersirup? Oder müssen wir vielleicht nochmal eine Rohrbehandlung machen? Um es hier kurz zu zeigen, was wir da schon alles getan haben mit dem Volk. Oh, da hat sie ein bisschen was verwischt. So? Okay, super. Also wir haben ja hier, hier muss ich nochmal eintragen, wir haben hier im September schon zweimal gefüttert, davor war es Honigfütterung. Das Volk hat hier noch gar keine Ameisensäure bekommen, aber wir haben hier zweimal die Fangwabe rausgezogen, im Juli und dann einmal im August. Dann habe ich es mit Milchsäure durchgesprüht. Ja. Das hier ist ein bisschen vom Stift her abgegangen. Da fahre ich jetzt gerade nochmal nach. Die Königin hier ist ein Ligustica-Hybrid. Vermehren plus plus plus. Ist sowieso klar bei dem schönen Volk. Hybrid. Grün. 84, gerade noch gesehen. So gut, dass man es nochmal nachschreiben kann. Königin von 2020. Also die sollte hier noch ohne Probleme über den Winter kommen. So, hier reinstechen. Ich habe schon hier im Gewicht, dass wir da definitiv noch einfach ein bisschen mehr Futter drin brauchen. Das ist noch nicht schwer genug. Ich gucke da immer erst auf die Unterseite, weil wir haben ja hier mitunter Brückenbauten. Und wenn wir die nicht entfernen, dann würden wir unsere lieben Tiere dann einquetschen. Das will niemand, deswegen wird das bei mir fein säuberlich weggemacht, das Wachs. Die kann ich auch die nächsten Tage noch füttern. Das ist für heute gar nicht so wichtig hier. Das ist schön groß geworden, das Volk, Wahnsinn, wie die sich wieder aufgerappelt haben. Das sind auch schön orangene Bienen. Das ist meine Lieblingsfarbe bei den Bienen, was aber nicht heißt, dass ich die anderen Bienen nicht mag. Ich persönlich mag einfach diese orange gefärbten viel lieber. Aber das ist nur eine optische Sache, nicht irgendwie ein biologisches Kriterium. Auch hier beim Absperrgitter wird vorsichtig das ganze Wachs entfernt. Leider auch ein paar Leichen, die jetzt dann doch erwischt. Eine Kiste draufsetzen. So, hier mal wieder was. So, das war's schon. Das nächste, wo gekratzt wird, sind hier die Oberträger. Da rauchen wir jetzt gerade nochmal drauf, dass die Bienen da auch alle weggehen. So. Du musst die Kamera ein bisschen höher stellen, man sieht da immer nur die Hälfte. Die Hälfte sieht man nur, das ist nicht gut. Okay, warte mal, ich stelle das gerade mal höher und ticken. So? So sieht man jetzt alles. Jetzt sieht man alles, okay, wunderbar. Dann. Ich weiß nicht, ob die Einstellung dann aber auch gut ist, wenn ich die Waben jetzt gleich hochhalte, aber wir werden es gleich sehen. Es ist immer gut, wenn einer daneben sitzt, der die Kamera nochmal genauer überprüft. Ist gar nicht so einfach für euch, hier die Sicht von mir selbst auf euch zu übertragen. Wenn ich da alleine bin, habe ich da als Probleme. Ich kann dann nicht gleichzeitig ins Handy und dann das Bienenvolk gucken.
wenn ich bei Bienen arbeite, dann ist meine volle Konzentration beim Bienenvolk und sonst nirgends. Machst du gerade einen Deckel bitte zu wegen der Räuberei? So, wir haben hier einen leeren Oberträger. Den können wir einfach mal rausnehmen. Ansonsten bräuchten wir ja ein Wabengestell. So, wow, haben die nochmal gebastelt hier. Verrücktes Bienenvolk, wow. Das ist eine neue Wabe. Ja, das ist so eine zweite Woche. Ja, jetzt sieht man alles. Ja, das ist, wo ich meinte, wenn ich halt die Waben dann hochhalte, dann sieht man das, was ich hier mache. Ja, jetzt. Super. Mal, ihr seht, dass wir hier sozusagen eine verdickte Wabe haben, die nicht mehr bei uns im Oberträgerlot drin sitzt. Hier ist es ja gerade auf 90 Grad und die Wabe guckt hier raus. Ich habe die jetzt auch ganz bewusst gedreht, weil die Biene sonst wieder am Ausbuchten ist. Und jetzt wird es mit einem Stockmeißel platt gedrückt. Das ist so ein bisschen wie einfach Körperpflege bei Menschen. Wir müssen sowas machen, weil wir wollen ja nicht beim nächsten Termin die Bienen quetschen. Und was auch ziemlich blöd wäre, ist, wenn die Bienen so viel Dickwaben haben, dass man dann im Winter und auch im Frühling nicht richtig hinkommt. Sieht man das, Dude? Ganz Ticken weiter runter, dann ist es perfekt. Perfekt. Jetzt so? Was. Hoch oder runter? So bleiben. Ja, jetzt wieder zu weit hoch. Jetzt. Okay, gut, ich schwenke das ja so, sieht man wieder durch. Also das ist doch mal hier ein top gesundes Bienenvolk. Was ich jetzt hier mache, ist, ich gucke mir die jungen Bienen mal ganz genau an. Wenn ich da nur eine einzige Milbe sehe, dann muss ich schon mal nachlegen mit Ameisensäure. Hier sehe ich jetzt keine Anomalien. Dass das Brutnest hier lückig ist, liegt nicht an Krankheit, sondern daran, dass ich gerade gefüttert habe und die Bienen das einfach der Königin in den Weg gekotzt haben, das Zuckerwasser. Das hier ist doch mal ein geiles Brutnest, wow. Also hier voll besetzt mit Bienen. Hier nochmal als Gedankengang. Mein Daumen umfasst 50 Zellen der Bienen. 25 links, 25 rechts. Das heißt, auf meine Daumenfläche kann hier 50 Bienen schlüpfen. Das ist ganz schön viel. Glaubt man gar nicht, was da auf so Sechsecke von der Masse hier reinpasst. Also auch hier genial, das Volk, wow. So sieht ein gesundes Brutnest im Spätjahr aus. Jede Biene, die ich jetzt verdächtig sehe, weil sie ihre Beine schleift, sich komisch verhält, sich irgendwie putzt, in einer auffälligen Art und Weise, wird bei mir genau angeguckt. Zur Not nehme ich auch die Pinzette und gehe direkt ins Brutnest rein, was ich jetzt bei so einem tollen Brutnest eigentlich nicht für nötig halte. Da gucke ich mir jetzt nur die jungen Bienen mal genauer an. Also bis jetzt habe ich ja gar keinen Schaden gesehen. Nächste Wabe. Hier, wow, also irre. War schon immer eins meiner schönsten Völker. Du musst die Wabe immer ein bisschen mitgehen. Muss ich die Kamera hochstellen, weil ich muss ja direkt von meinem Gesicht mit den Bienen arbeiten. Hier, so, da haben wir jetzt ein Schadbild. Ne? Sieht man das, Dude? Das ist nur am oberen Rand. Aber man sieht es ja. Okay, wenn ich die hier hin halte, sieht man das jetzt? Nein. Meine Hand, jetzt? Jetzt sieht man sie. Okay, seht ihr die Bienen? Das sind lebende Leichen. Das ist der Varroa-Schaden, den ich hier jetzt definitiv dingfest machen konnte. Das heißt, wir müssen hier mit der Ameisensäure nachlegen, ansonsten ist das Volk in Gefahr. Naja, das erkennt man relativ einfach, weil da waren ja gar keine Flügel mehr dran an den armen Bienen. Das passiert, wenn die Varroa-Milbe in der Brut sitzt. Und Viren beim Saugen überträgt und Bakterien, und dann ist die Metamorphose der Bienen nicht mehr voll gewährleistet und dann schlüpfen da verkrüppelte Bienen. Auch die Biene hier ist sehr auffällig, weil sie sehr klein ist am Hinterleib. Ich sehe jetzt aber da keine Milbe drauf, was nicht heißt, dass eine nicht drauf war. Aber trotzdem muss man hier bei dem Volk sagen, also wir haben hier ein Verhältnis von Varroa-Milben, wo das Volk auch knapp selber noch kompensieren kann. Noch, wenn ich jetzt mit der Ameisensäure hingehe, dann sollte das für dieses Jahr restlos erledigt sein und allerhöchstens nochmal im Dezember mit der Oxalsäure drüber in der Träufelbehandlung, falls dann noch eine Milbe pro Tag runterfliegt in der Gemülldiagnose.
Und hier haben wir noch mehr Brut. Und auch hier, also die Bienen, wo ich euch jetzt gezeigt habe, waren tatsächlich die einzigsten, die ich hier gesehen habe. An Krüppelbienen. Oh, das ist unsere Königin. Schönes Tier. Und auch hier sind die jungen Bienen eigentlich alle wunderbar gesund. Brauchen wir da nicht weiter gucken. Jetzt die letzte Wabe. Boah, hier haben wir ultra viel Blütenpollen drin. Und wir werden die Wabe auch hier drehen, weil die hier im Ausbuchten schon sind. So. Oberträger wieder drauf. Beziehungsweise rein anschieben ist immer grundsätzlich wichtig. Wir geben hier ein bisschen Rauch, dass wir das Gitter einlegen können, ohne die Tiere zu quetschen. Das macht man mit kleinen Puffwolken und nicht mit einer großen Wolke. So, wenn man Metallgitter nimmt für mein System, dann kann man hier das relativ simpel einfach reinschieben. Man muss natürlich auf Guillotine-Effekte aufpassen. Das sind immer dann hier diese Ecken. Da muss man halt einfach gucken, dass die Bienen der Sekunde nicht gerade den Kopf durchstrecken, wenn man sozusagen das Gitter reinschiebt. Jetzt kommt der Honig rum! Ui! Und hier kratzen wir das ganze Ding nochmal sauber. Für die Ameisensäurebehandlung und für die Wachsgewinnung. Also ich würde das Volk jetzt erstmal noch nicht füttern. Wir müssen noch mal füttern vorm Winter. Das in allen Fällen, aber jetzt in der Sekunde müssen die Bienen erstmal unten den Honig nach oben schleppen und weiter bearbeiten. Eigentlich Zuckerwasser, kein Honig. Gab es ja dieses Jahr so wenig. Wobei ich muss sagen, ich habe wie immer hier bei der Ernte auch Fairtrade gemacht und die Bienen haben definitiv die Hälfte für sich an Honig gehabt. So, dann sind wir jetzt mit dem Eimer fertig. Stockmeißel immer schön sauber machen. Mit dem sind wir durch. Ameisensäure, Lappen. Ja, komm her. Den kann man nochmal benutzen, ne? Aber dann ist auch fertig mit dem. Der ist schon zu verpropolisiert. Also ich mache immer eine Kurzzeitbehandlung mit Ameisensäure, weil wir da eben nicht so eine Langzeit-Quäleffekt haben, allerdings einen kurzzeitigen Schockmoment für unsere Tiere. Schön ist es nicht, aber es ist tatsächlich leider doch nötig. Ich würde gerne was anderes sagen, aber es geht nicht immer mit Biotechnik. Wobei die Ameisensäure gehört ja noch zu den biologischen Mitteln dazu. Ist jetzt keine Chemie und was passiert ist halt einmal die Azidose, das ist die Übersäuerung der Hämolymphe der Bienen, wo die Varroa nicht ab kann. Und auch der pH-Wert von den Varroamilben schiebt sich dementsprechend um ein paar Millimeter nach hinten oder nach vorne. Das weiß ich jetzt selber nicht so genau. Aber in allen Fällen kann die Varroamilbe eben einen verschobenen pH-Wert nicht abpuffern. Deswegen stirbt sie dran. Und der zweite Effekt ist rein mechanisch von der Ameisensäure. Nämlich wird ja Chitin durch Ameisensäure einfach aufgelöst. Und die Honigbienen haben halt einfach einen viel dickeren Panzer wie die Varroamilben. Deswegen die Varroamilbe geht dabei und die Biene überlebt das. Und wenn man die Eingriffe richtig handeln tut, dann hat man ja tatsächlich die jungen Bienen, wo sozusagen den Winter als Winterbiene überleben, gesund an Bord, weil die dann nach der Behandlung eben alle gesund schlüpfen und die dann auch dementsprechend nichts abbekommen haben. AS für Ameisensäure, plus für Verhalten, plus für Vitalität, trotzdem sehr gut, Entwicklung der Oberknaller. Eingelagert im Zuckerwasser haben sie gut, Propolis war minus, das haben sie nicht so toll gemacht, aber das ist nicht schlimm. Manche Völker machen mal mehr, andere weniger von dem Propolis und deswegen ist das jetzt kein Grund, da die Königin auszuwechseln. So. Und das war es eigentlich schon mit der Volksdurchsicht.
Und laut den Parametern der regenerativen Bienenhaltung wird es dieses schöne Bienenvolk in 3 Wochen wieder durchgeschaut. Ja, das war's. Magst du auf Stopp drücken? Ja. Ja.